Heute lüften wir das Geheimnis, wie auch du zu kristallklarem Wasser kommst. Hey Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute reden wir mal ein wenig über klares Wasser und wie auch du oder du oder du zu kristallklarem Wasser kommst. An sich ist das Thema schon ein wenig tot diskutiert und ich muss auch sagen, es ist gar nicht so kompliziert, wie es oft beschrieben wird. Da gibt es ja viele Wege. Die einen benutzen so einen Fließfilter. Ich habe auch schon von Papierfiltern gehört. Es gibt dann so Leute, die benutzen Glasperlenfilter, um auch wirklich jeden Partikel rauszukriegen aus ihrem Aquarium. Wir gehen das Ganze ganz anders an, viel, viel unkomplizierter. Für mich ist der Trick zu kristallklarem Wasser ganz einfach ausreichend Strömung. Das bedeutet, das 5- bis 10-fache meines Aquariumvolumens sollte meine Filterung oder Strömungspumpe bewegen können. Das heißt hier für mein 120p, das hat 120 cm, 240 Liter, so wollte ich sagen, benutze ich zwei Außenfilter. Ich mache das mal kurz auf. Das ist jetzt zweimal von JBL, einmal der 1502 und einmal der 902. Die Zahl steht immer für die Durchflussmenge, das heißt 1500 Liter und 900 Liter ergibt 2400 Liter, also das 10-fache. Von meinem Aquariumvolumen. Man muss immer sagen, das, was die Filter angeben, ist ein wenig optimistisch. Also der schafft tatsächlich natürlich keine 1500 Liter zu bewegen, aber so rechnen wir uns das durch und so funktioniert es in der Praxis sehr, sehr gut. Das Filtermaterial, das wir nutzen, ist gar nicht so viel. Ich benutze feinen oder mittelfeinen Filterschwamm, also 30 ppi ist für mich schon das Feine und 20 ppi ist das Grobe. Für alle, die jetzt dieses PPI verwirrt, das ist so in etwa wie mit Schleifpapier. Umso größer die Zahl, umso feiner ist der Filterschwamm. Das heißt, 100 ppi sind super, super feine Poren und 10 ppi ist relativ grob. Also das ist irgendwie Pores per Inch, also Löcher per Inch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Zentimeter ein Inch sind, aber ein paar wenige Zentimeter. Und wie gesagt, umso kleiner die Zahl, umso gröber wird das Ganze. Ich verwende ganz gerne 30 und 20, so als Anhaltspunkt. Ansonsten habe ich biologisches Filtermedium, Sieke Matrix. Das ist ein Tuffgranulat, das ist ein natürliches Filtermedium, verwende ich irrsinnig gern. 1 Liter je 100 Liter Aquarienwasser, also hier habe ich so aufgeteilt. Ich habe circa 1,5 Liter Matrix in jedem der Filter drinnen, also insgesamt knappe 3 Liter. Und um auch die gelbe Farbe zu verhindern, die man ja ganz gerne mit Wurzeln bekommt, vor allem am Anfang deines Aquariums, aber bei größeren Wurzelstücken ist das oft sehr ausdauernd. Oder wenn ihr zum Beispiel Huminpräparate verwendet oder Seemandelbaumblätter oder sowas, dann färbt ihr das Wasser damit ja auch so ein wenig gelb ein. Das finde ich zwar auf der einen Seite super wichtig für die Fische, aber auf der anderen Seite will ich es nicht dauerhaft in meinem Aquarium haben. Und um auch diese Trübung rauszubekommen aus dem Wasser, verwende ich ein chemisches Filtermedium und zwar das Sikan Purigen, das ist ein Harz, das Tannine, also diese ganzen Farbstoffe, aufsaugt und abbindet. Und das Ganze zeige ich euch jetzt anhand unserer Fischanlage. Da haben wir nämlich auch Außenfilter im Einsatz, die zurzeit noch kein Purigen im Einsatz haben und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Um die Farbe der Aquarien jetzt mal kurz zu erklären, wir haben eben erst frische Fische bekommen und da haben wir Liquid Humin zugegeben, damit die Fische wieder möglichst schnell eine gesunde Schleimhaut aufbauen können. Trotzdem hätte ich gerne, dass diese Farbe jetzt nicht ein Dauergast in unserem Wasser bleibt, sondern das Wasser wieder schnell kristallklar wird. Matrix ist schon in den Filter, in den Außenfiltern drinnen, Filterschwämme natürlich auch. Das, was aber noch fehlt, ist das Sikan Purigen. Wir hatten anfangs zu wenig da, der Laden ist ja noch relativ jung. Ist jetzt die Lieferung gekommen und das Ganze packen wir jetzt in die Außenfilter. Das Ganze ist nicht so kompliziert, also braucht man keinen Doktortitel dafür. Wir machen das jetzt trotzdem einmal zusammen, dann kennt sich auch wirklich jeder aus. Das Erste, was ich immer brauche, um irgendwas am Außenfilter zu machen, ist so eine große Abtropftasse, denn ein paar Tropfen finden immer den Weg zum Boden und das hätte ich gerne vermieden. Ganz wichtig, wenn ihr euch so ein Päckchen Purigen bei uns holt, hier ist eine Empfehlung drauf, für wie viel Liter Aquarienwasser das Ganze reicht. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, denn insgesamt ist es ja doch eher so, dass das Ganze von der Menge Holz abhängt. Das heißt, wenn ihr ein 200 Liter Aquarium habt, mit einem Kilo Holz ist die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ihr ein 60er Becken habt, in dem 10 Kilo Mangrove drinnen liegen, dann werdet ihr wahrscheinlich oder vielleicht zumindest mehr als ein Päckchen brauchen, um die ganze Farbe von den Wurzeln aufzusaugen. Das heißt, bitte denkt da immer dran, es ist eher die Menge an Holz bestimmend, wie viel Purigen notwendig ist, nicht so sehr das Volumen eures Aquariums. In Aquarien, in denen gar keine Holzstücke drinnen sind oder gar keine färbenden Materialien,
kann man natürlich auch einfach darauf verzichten. Ja. Ich verwende das jetzt hier in allen Aquarien, auch in denen keine Holzstücke drinnen sind, weil wir ja fast jede Woche Fische bekommen und damit auch jede Woche Liquitumin in größerer Menge dosieren. Und ich will immer klares Wasser, deswegen verwende ich das Bürgchen in allen Aquarien. Das ist so ein kleiner Polster, kann man so Polster sagen? So ein Sackerl, ein Beutel, ihr wisst schon. Und dieses Harz ist so klein pelletiertes Zeug. Ganz wichtig, bevor ihr das jetzt reinlegt in den Außenfilter, zuerst mal ausspülen. Das könnt ihr nur in der Wasserleitung machen. Ich mache das jetzt einfach hier mit dem Aquarienwasser. Schmeiß das da jetzt mal rein und lasse das da jetzt mal ausspülen. Ne? In der Zwischenzeit machen wir einen Außenfilter auf. Wir haben hier 160 Liter Aquarien, also das sind Standard 1 Meter 4040. Das ist unsere Hausmarke Liquid Garden, wunderschöne Weißglas-Aquarien. Und als Filterung haben wir hier den Biomaster Thermo 600 von der Firma Oase. Mal schauen, ob ich den richtigen. Ja, das ist der richtige. Den nehmen wir jetzt noch kurz vom Strom. Ich habe so einen praktischen Tragegriff. Also ein Außenfilter wiegt ja doch immer ein bisschen was. Dann zuerst mal Ansaugblock runter. So, dann schauen wir mal hinein in das gute Stück. Hier ist der Vorfilter. Schauen wir uns gleich an, wie schmutzig der ist. Ah, das ist noch total okay. Können wir noch lassen. Den stellen wir einfach mal daher. Den brauchen wir jetzt nicht. Immer vorsichtig sein, das ist ein Glasheizer. Glas ist zerbrechlich, gell? So, unser Purigen. Okay, da hole ich mir noch einen zweiten Messbecher. Jetzt haben wir das ausgespült. An sich ist die Position von so chemischen Filtermedien nicht ganz so wichtig im Außenfilter. Also ich sage dann immer zu den Leuten, leg's da rein, wo gerade Platz ist. Und so mache ich das da jetzt auch. Ich habe da Platz auf dem Biomedium, da lege ich jetzt einfach oben drauf. Dann mache ich das Teil auch schon wieder zu und dann habe ich Purigen im Außenfilter. So schnell kann es gehen. Ja, das war's. Ne? Hättet ihr wahrscheinlich auch ohne Anweisung hinbekommen. Und dann Filter einfach wieder in Betrieb nehmen. Und ich würde sagen, jetzt ist sofort das Wasser klar, aber leider ist es nicht so. Es dauert jetzt dann doch ein paar Tage, bis das Purigen nach und nach die Farbe aufnimmt. Und ich würde sagen, so in 2 bis 3 Tagen ist das Wasser kristallklar. Und in Zukunft ist dann auch immer so, wenn ihr Huminsäure verwendet, wird euer Wasser deutlich schneller wieder klar, als wenn ihr kein Purigen im Außenfilter habt. Und wenn ihr nur Wurzeln im Aquarium habt und die das Wasser so leicht gelb einfärben, dann werdet ihr das mit einem, vielleicht auch 2 Päckchen Purigen komplett los. Das Coole ist, das Zeug kann man auch endlos oft regenerieren. Also das wird mit der Zeit braun, weil es die Farbe aufnimmt. Und dann kann man es wieder sauber machen mit Chlorbleiche. Dazu haben wir schon ein Video gemacht, das Ganze verlinken wir euch. Das ist ganz unkompliziert, kriegt ihr easy cheesy daheim hin. Dauert nur ein paar Minuten und muss dann über Nacht chlorieren, ne? Also sauber werden. Ich hoffe, das Ganze hilft euch jetzt, auch bei euch zu Hause kristallklares Wasser hinzubekommen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Abend. Schönen Tag noch. Bis bald.